Hey Leute, liebe Tom, herzlich willkommen hier zurück im Wald. Wir werden heute am Hexenhaus weiterarbeiten. Und zwar ganz konkret werden wir uns darum kümmern, da oben das Ganze zu verkleiden. Einige von euch haben sich sicherlich gefragt, warum es in der letzten Woche kein Video gab. Und der Grund ist ganz simpel, es gab einen kleinen Unfall. Das ist die Kamera, mit der wir immer gefilmt haben. Und ihr kennt schon, hier ist so ein bisschen was locker, beziehungsweise fehlt auch was. Und zwar das Display und es ist einmal abgebrochen. Das Ganze entstand dadurch, weil der Waldboden hier natürlich ziemlich uneben ist und das Stativ relativ hoch positioniert war. Und wenn man dann kurz gegenkommt, dann kippt das Ganze einmal um und der Bildschirm bricht tatsächlich ab. Die Kamera funktioniert soweit noch, bloß sehen wir nichts mehr, was wir gerade filmen. Und darum werden wir die erstmal zur Reparatur schicken und jetzt mit der neuen Kamera filmen. Und dann haben wir in Zukunft auch zwei Kameras, mit der wir dann tatsächlich auch verschiedene Perspektiven zeitgleich aufnehmen können. Ich freue mich jetzt richtig, am Hexenhaus weiterzuarbeiten und euch dabei mitnehmen zu können. Werkzeug steht auf jeden Fall bereit. Kapp- und Gehrungssäge, Akkuschrauber, Stichsäge und Co. sind am Start. Und jetzt kann es losgehen, dass wir das da oben tatsächlich verkleiden. Von den Nut- und Federbrettern haben wir natürlich noch einige Reststücke und die werde ich jetzt dafür verwenden. Ihr seht ja, dass der Verlauf der Bretter hier tatsächlich waagerecht verläuft. Und bei der Werkstatt hatte ich es genauso gemacht, dass ich jetzt hier theoretisch weiter so ansetzen würde. Ich dachte aber für das Hexenhaus, gerade weil es ja krumm und schief werden soll, mache ich das auf jeden Fall hochkant. Aber nicht senkrecht, sondern halt schräg, damit es nochmal eine gewisse Optik bekommt. Und heute werde ich mal was Neues probieren. Und zwar werde ich mit einer Konturenlehre arbeiten, damit ich hier diese ganzen Balken, die hier noch so rausgucken, entsprechend ausarbeiten kann. Ob das funktioniert, das schauen wir uns heute mal zusammen an. Einige von euch haben sicherlich schon mal damit gearbeitet. Für mich ist es heute hier das erste Mal mit der Konturenlehre. Und ich zeige euch mal kurz exemplarisch für all diejenigen, die nicht wissen, wie das funktioniert, was hier das Thema ist. Und zwar kann ich hier das einfach so hochschieben und die einzelnen Zähne, die hier so entstehen, die tragen halt exakt die Position von dem Balken ab. Und das kann ich dann letztendlich auf meine Vorlage anzeichnen und kann es dann mit der Stichsäge zum Beispiel ausschneiden. Und ich bin sehr gespannt, ob das wirklich das hält, was es verspricht. So, ich will nicht sagen, aber ich glaube, wir fangen direkt mal mit dem Schwersten an. Hier ist auch noch so ein schönes Reststück, ja, ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Aber das dürfte hier oben auf jeden Fall gut hinpassen. Also passt auf, die Theorie ist, das Ganze jetzt immer so anzusetzen, damit ich hier oben auf jeden Fall schon mal immer eine bündige Kante habe. Wenn ich das jetzt hier so mache, so ungefähr, dann brauche ich jetzt diese Kontur. Das würde bedeuten, ich muss hier relativ gleichmäßig bleiben. Ungefähr so. So vielleicht. Ja, also so habe ich auf jeden Fall schon mal die Kontur und würde mir jetzt hier unten mal so eine kleine Hilfslinie machen, damit ich weiß, wo ich das untere Stück dieser Schablone anlegen muss. Wir schauen. Hier unten hatte ich mir kurz den Punkt markiert. Wenn ich jetzt vielleicht so mache, mir jetzt hier die Kontur abzeichne, dann passt es vielleicht. Gucken wir mal, was hier los ist. Das wird gut, das wird sehr gut. Jetzt muss ich mir nur noch markieren, wo ich das quasi unten abschneiden muss. Geil! Na, jetzt ist hier, fehlt ja natürlich ein kleines Stückchen. Aber ich würde mal ungefähr auf so gehen. So und so vielleicht. Der Moment der Wahrheit kommt. Ich würde sagen, es ist ziemlich gut geworden. Es passt doch mal richtig gut hier rein. Klar, hier fehlt jetzt noch ein Stück. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, weil hier im Endeffekt sowieso eine Zierleiste vorkommen wird. Aber ansonsten, Leute, ganz ehrlich, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ich glaube, das mit der Konturenlehre hier ist eine richtig gute Sache und es wird zum Schluss vermutlich auch sehr gut aussehen. Und ich persönlich mag es total, mich weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu lernen und so weiter. Und da möchte ich euch eine Plattform vorstellen, und zwar Skillshare. Bei Skillshare gibt es tausende Online-Kurse, die euch das Wissen aus der ganzen Welt einmal vermitteln.
Und das Gute dabei ist, dass alle Kurse auf jeden Fall mit deutschem Untertitel sind und dass es sogar schon deutsche Originals gibt. Die Kategorien reichen von digitalen Themen wie Social Media, Film, Digitalfotografie bis hin zum Bauen eigener Möbel oder auch der klassischen Holzbearbeitung oder auch ein ganz exotisches Beispiel wäre, wie ihr euch eine eigene Jeans nähen könnt. Die Kurse geben dir eine generelle Einführung in das Thema und die Möglichkeit, direkt in diesem Kurs quasi ein eigenes Projekt umzusetzen und zum Schluss ein fertiges Ergebnis zu haben. Ich habe auf der Plattform auch schon einige Kurse belegt, unter anderem den Kurs Videobearbeitung mit Final Cut Pro vom Anfänger zum YouTuber von Ali Abdal. Fand ich sehr gut. Von den Basics wirklich angefangen bis zu den Spezifikationen war da wirklich alles dabei. Und ich hatte vor allem 3-4 Fragen, die sich speziell nochmal ums Color Grading drehen. Vor kurzem hat mich die Plattform auch zu einem neuen Projekt inspiriert, und zwar dem Bau eines Kentucky Stick Chairs. Da bin ich gerade dabei und ich bin mal gespannt, ob ich das Ding hier wirklich dann im Wald platziere oder ob das vielleicht doch was für zu Hause ist. Und ich persönlich fühle mich auf dieser Plattform auch absolut inspiriert, mal neue Projekte anzugehen und Themen zu bearbeiten, die ich vorher dachte, dass sie mich gar nicht interessieren. Wenn ihr euch auch weiterentwickeln und vor allem neue Leidenschaften entdecken wollt, dann klickt gerne mal unten in die Videobeschreibung auf den ersten Link, denn die ersten 1000 von euch, die bekommen einen gratis Monat bei Skillshare geschenkt. Das ist auch der Moment, wo das Hexenhaus jetzt irgendwie zum ersten Mal ein bisschen schief wird. Viele haben sich wahrscheinlich schon aufgeregt, aber manchmal ist es einfach so. Hier und hier so. Das passt mega gut. Geil, das wird hier so richtig schön schief. Ich habe das alles schon mal so angepasst, dass hier in diesen Zwischenraum später auch noch ein Fenster reinkommen kann, weil ich denke, dass es ganz cool ist, wenn wir da drinnen noch ein bisschen mehr Licht haben. Jetzt wird es natürlich ultra spannend da oben mit dieser Auskerbung und da werde ich jetzt mal wieder die Konturenlehre nehmen und schau mal, ob ich das da auch so fein ausgeschnitten bekomme. Ob hier wirklich richtig steht, sieht ihr, wenn das Licht angeht, hieß es doch, oder? Ja, perfekt. Nice. Es sitzt einfach mal. Die Seite des Gebäudes ist jetzt hier oben vollflächig verkleidet. Ich finde es optisch ziemlich cool, gerade weil die verschiedenen Bretter hier einfach auch unterschiedliche Winkel haben und es wird mal schief, mal schräg und genau das sollte ja auch beim Hexenhaus so sein. Die nächsten Schritte sind jetzt auf jeden Fall, dass hier oben ein Fenster reinkommt und ich das Ganze auf der Rückseite nochmal wiederhole. Aber so viel erstmal zu diesem Tag, es dauert unglaublich lange, ehe man hier wirklich alles angepasst hat, dass es alles passt, aber jetzt bin ich auf jeden Fall froh, dass es zumindest hier vorne schon mal richtig gut aussieht. Auf zu Tag 2. Heute geht es darum, das auf dieser Seite natürlich noch einmal zu verbrettern, damit das Haus in sich geschlossen ist. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das denn letztendlich auch von innen aussieht, weil wir dann natürlich nur noch 2 Fenster haben, beziehungsweise die Tür, wo Licht durchscheint. We'll be right back.
Mittlerweile ist Tag 3 beim Verkleiden des Hexenhauses und am letzten Tag hatte ich ja hier noch die Rückseite verkleidet und das Ganze ist auch genauso wie vorne geworden, nämlich ziemlich schief. In der Zwischenzeit hat allerdings Moni schon mal die Tür vom Hexenhaus gebaut. Ich habe es nur auf dem Foto gesehen und noch nicht in echt und das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich glaube, das hier, ey, das wird schon richtig cool. Das sieht ja wirklich krass aus. Ultra rustikal, mega schief, ein geiler Griff. Oh, herrlich. Freunde, es gibt eine Tür im Hexenhaus schon mal. Und der Stil, könnt ihr mir glauben, so wird das Hexenhaus später auch aussehen. Und ich glaube, das wird eine richtig geile Sache. Wenn ihr wissen wollt, wie Moni es gebaut hat, guckt mal hier oben an die Infokarte. Das Video habe ich euch reingepackt. Und wir kümmern uns vor allem jetzt erstmal da oben um das Fenster und natürlich auch um das auf der Rückseite. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig, richtig cool. Was ich natürlich vorher gesehen habe, weil ich ihr beim Einhängen geholfen habe, wie die Tür konstruiert wurde. Ich habe jetzt aber noch nicht das mit der Farbe und auch mit diesen Außenbrettern hier gesehen. Aber ich finde, das macht es tatsächlich zu einer richtigen Hexentür. Mega nice und ich bin gespannt, wie das weitere Haus hier noch irgendwie gescheitert nimmt, dass das so richtig schön märchenhaft hexenmäßig aussieht. Jetzt geht es natürlich daran, das Fenster zu bauen. Ich habe mich hier wieder für so ein Bastelglas entschieden. Das ist jetzt eine Stärke von 2 mm. Und ich werde das Ganze quasi von so aus gesehen vorne drauf pappen. Und dann das Ganze mit unbesäumten Brettern einmal fixieren, damit es die gleiche Optik bekommt wie die Tür und vor allem wie die anderen Fenster. Spannend wird natürlich noch, das Ganze jetzt hier auf die richtige Länge zu bringen. Ich habe gedacht, ich gehe einfach mal auf Stichsäge. So, nochmal einen kurzen Check, wie viel wir brauchen. Naja, ungefähr auf 77. Na, dann probieren wir es einfach mal. Arbeitsschutz natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Einmal hier Gehörschutz und natürlich noch für die Augen was. Und dann geht es mal los, dann gucken wir uns das mal an. Also, erstes Fazit von der Aktion. Mit der Stichsäge funktioniert es sehr gut, wenn das nicht so dolle schwingt. Darum habe ich gerade im zweiten Step das auch hier auf die Palette gelegt. Da hatte ich nämlich genau den Schlitz, um da mit dem Sägeblatt durchzuschneiden. Hat wunderbar funktioniert. Ja, und das kleine Stück hier, das kam halt von den zu vielen Schwankungen in diesem ganzen Teil. Nun gut, es ist, wie es ist. Jetzt Folie ab und dann geht's los. Wir wollen ja schließlich auch was sehen. Jetzt geht es natürlich noch daran, das Sägeblatt hier zu tauschen, weil das, was ich gerade zum Stein des Hobbyglases genommen habe, ist relativ fein. Jetzt gehen wir hier auf ein bisschen gröber, weil jetzt geht es natürlich ans Holz. Und ich habe mir gedacht, ich nehme hier wieder so ein unbesäumtes Brett. Das ist sogar noch ein Reststück mit richtig viel Schwarte dran quasi. Und ja, ich glaube, das könnte ganz cool werden. Ich werde mir das erstmal in der Mitte halbieren, weil so viel brauche ich jetzt gar nicht. Dann reicht das Brett vielleicht sogar fürs ganze Fenster oder vielleicht sogar für alle beide. Die zwei Fenster vorne und hinten, die sitzen soweit, sie sehen rustikal aus und bringen vor allem ein bisschen Licht in die Hütte. Dieses Video stand tatsächlich voll im Zeichen von Anpassen und neuen Dingen erlernen. Ihr erinnert euch noch an den Anfang mit der Konturenlehre, das war wirklich mein absolutes Learning hier in diesem Video. Und ansonsten bin ich ganz ehrlich zu euch, es ist ziemlich viel passiert. Klar, die Fenster, die Verkleidung hier oben und natürlich auch die Tür, die Moni gebaut hat. Und ich glaube, so langsam bekommt ihr einen Geschmack dafür, wie das Ganze hier zum Schluss aussehen soll und dass dieses doch scheinbar quadratisches Haus doch noch zu einem richtigen Hexenhaus wird. Wenn ihr Bock habt, beim nächsten Video wieder mit dabei zu sein, dann abonniert jetzt ganz gerne mal meinen Kanal und dann sehen wir uns hier direkt im Wald beim nächsten Video wieder.